Stillgestanden, ihr Seebären. Hauptmann hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ja, und in der heutigen Folge bauen wir ein super Battleship und müssen ein paar Feinde versenken. Klingt doch ganz logisch, oder? Die habe ich schon mal probiert, aber wir clearen hier einfach mal. Und starten hier von neu. So, die Hülle können wir nicht wirklich ändern. Gehen wir auf 26 Knoten, aber schnell brauchen wir nicht sein. Wir brauchen einen Front Turret. Einen Main Tower, vielleicht so. Auch einen Rear Tower. Vielleicht so. Okay. Wir brauchen... Da wir auch Destroyern ausweichen müssen und sowas, werde ich mal für ein den und für ein Schaf 2 mindestens. Dann Engines für Gas Turbine 2. Ich glaube, Geld sollte kein Problem sein. Wir nehmen mal den Boost, ob das reicht. Zwei davon nehmen. Okay, das reicht. Können wir Forst nehmen? Reicht dann einer? Nein. Wenn wir einen Use nehmen, reichen dann zwei von den kleinen? Ja. Okay, perfekt. Brauchen wir Krupp Armor 4. Dann brauchen wir Barbetten 4, weil wir Barbetten halt haben. Antitorp 3 hätte ich genommen. Dann Turtleback, Antiflot 2. Was Bulkheads auch 2. Ein gutes Radar, einen schönen Rangefinder. So, und Main Guns. Centerline, was gibt's denn hier? Alles Mark 5. Na komm, wir probieren mal. So ein Spaß hier. Auf jeden Fall die Huge Barbette. Okay, so weit, so gut. Echo Hydraulic Turrets und Auto Leveling Turrets. Heavy Shells. DMT. So, 220, 160, 80, 80. Okay, wir haben noch gar keine Secondaries verbaut, aber egal. Wir kriegen ja bestimmt sowieso nichts da oben drauf. Ja, wir kriegen hier sowieso nur so winz kleine Kanonen drauf. Von dem her. So, perfekt. Brauchen wir Torpedo-Launcher? Kriegen wir noch verbaut? Perfekt. Naja, das wird zu teuer. Okay. Ja gut, sieht eigentlich gut aus. Das könnte was werden. Wie nennen wir den Spaß jetzt? Ach komm. Ja, Kentucky, Mann. Kentucky Vintage. Und Launch. Wir probieren das mal, ob das was wird oder nicht. Oder ob wir aufs Maul kriegen. Was wir sowieso kriegen, weil RNGesus hasst mich. RNGesus ist mein schlimmster Feind. Aber ihr kennt das ja bestimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hasst RNGesus euch ja nicht so, aber...
Anjesus hasst mich. Ich weiß zwar nicht wieso, aber Anjesus hasst mich. Oh, wir sind gleich in Feuerreichweite, wir können gleich loslegen. Mrs. Kentucky? Ich hoffe, wir können hier gleich mal was versenken. Der tat weh. Der auch? Huiuiui, wir setzen da schon ordentlich Treffer rein. Alter, sind wir Brit. Warum treffe ich auf einmal? 13% Trefferchance. Crazy shit, Bro. Was passiert hier? Es ist magisch, es soll nicht aufhören. Ah, verdammt. Warum musste ich was sagen? Obwohl, wir wenden mal ein wenig mehr, dass wir wieder mit allen Kanonen... mit allen Kanonen feuern können. Das hat aber auf jeden Fall weh gerade, der Treffer. Direkt eine Flutung, auch wenn sie gestoppt wurde, aber egal. Komm. Kriegt die anderen ganz wieder Firing. Overpen. In das 6mm, das gefällt mir nicht. Aber wenn wir den da ordentlich versenkt kriegen, ist ganz schön wehtun. Oh komm, das waren doch Treffer. Das waren doch Treffer. Ach komm, jetzt verarsch mich nicht. Kentucky? Nutzt die ultimative Kentucky Windage und schießt dich auf den komischen Wind ein. Abralor, wollt mich verarschen? Komm schon, mach ihn fertig. Bitte. Uns geht's noch gut, oder? Jetzt kriegen wir Partial Pens. Okay, wir sind zu nah dran. Falscher Schusswinkel. Warum wechselst du jetzt das Ziel, du Ölmel? Mach doch erstmal einen fertig, bevor du das Ziel wechselst, du Kackspaten. Na bitte, perfekt, läuft doch. Target locked. Komm, mach den fertig, mein Freundchen. Noch eine Salve raus. Boom. Oh, das tat weh. Yamashino, komm schon. Komm schon, gib's da Yamashino. Ah, nicht so. Richtig, richtig. Richtig hartes Spanking. Komm, noch eine ordentliche Salve und das Ding ist down. Nicht so, richtig. Komm, Kentucky. Alles abbrennen, wollt mich verarschen. Genau so, nochmal ein schönes Flooding rein. Da hinten ist nochmal eine gute Salve. Komm. Ja, nicht so. Eine gute Salve, mein Freund. Eine gute Salve. Zwischen geben wir uns aber auch ganz schön. Da hinten kommt das Super Battleship, vor dem ich mich fürchten soll. Wir hatten leider kein RNGesus-Glück mit einem Turret-Pop oder sowas. Okay, konzentrier dich mal auf den hier. Komm, gib dem eine ordentliche Salve mit. Das Problem ist, wir müssen leider tatsächlich die drei Schlachtschiffe versenken, weil es gibt noch ein viertes. Komm, gib dem eine ordentliche Salve mit. Ah, mehr oder weniger, nicht schlecht. Nehmen wir es, die haben uns halt auch schon ganz schön mitgegeben.
Das war ein schöner Treffer. Mit beschädigten Engine pumpt er auch nicht mehr so gut sein Wasser aus. Komm schon, gib's dem Ding. Ich find's mal wieder interessant, wie an denen mal wieder alles abprallt. Bei uns aber wieder alles durchkommt. Das war wieder ein schöner Treffer. Der war okay, geht so. Ich mag die Mission nicht, ich finde die extrem komisch. Ich hätte auch fast gesagt, wir starten die nochmal neu. Und probieren auf lange Reichweite zu bleiben, weil mit dem Plunging Fire machen wir irgendwie deutlich mehr Schaden. Probieren wir es nochmal. Aber dieses Mal scheint es besser zu laufen, wie das letzte Mal, wo ich das probiert habe. Aber wir sind da jetzt schon mal dabei. Arschelpen. Will mich verarschen. Oh, natürlich. Wir werden jetzt erwischt. Natürlich. Uns erwischen sie jetzt voll und wir treffen nix. Okay, die Runde, scheiße. Die haben noch gar nichts getroffen übrigens. Das war aber ein schöner Treffer. Wohoho! Okay, ich habe nichts gesagt. So muss das Flashfire. So, Treffer. Treffer. Wir dürfen eigentlich gar nicht, echt nicht zu nah rankommen, weil wir sonst wieder einfach Ding kriegen. Ihr wisst schon. Ist destroyed. Perfekte Salve. Nicht perfekt, aber gut. Hä? Ah, selber ein Flashfire gekriegt. Das ist ein wenig das Problem an diesem Long-Range-Plunging-Fire. Es kann uns selber so gehen. Aber nah ran brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht probieren. Ah, na bitte. Das ist doch perfekt. Wen feuern wir denn? Den da, okay. Treffer. Treffer. Sehr schön. Treffer. Das war ein sehr böses Flooding, wo wir dem da gegeben haben, sehe ich gerade. Oho! Alter! Mit etwas Glück schaffen wir das. Oh, das war ein schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. Okay, da sind Destroyer. Auch ein paar sehr schöne Treffer. Kommt gleich, kommt die nächste Salve rein. Der hat hier hinten gesessen, oder? Ja. Leider nur ein Abpraller. Komm schon, gib's ihm. Nicht schlecht. Sehr schön. 900 Damage.
Wo ist das andere Schiff hin? Was macht es da hinten? Ach, egal. Wir geben dem einfach ordentlich mit. Abpraller. Wird mich nicht verarschen. Ab 28 Kilometer pralle ich ab, oder wie? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gerade eben hat es mir besser gefallen. Als wir den in einem Treffer versenkt haben, das hat mir gut gefallen. Leider nur ein Main Tower. Was ist denn jetzt los? Wo sind denn die Treffer? 27% Hitchhaus, 8 Schüsse, kein Treffer. Mich verarschen, kommt schon, gibt's ihm. Ja, genau so, Koenig Tower. Ja, gut, naja, geht so. Eher so, Feuer, perfekt. Sollen wir den anderen probieren? Oder bleiben wir auf dem hier? Bleiben auf dem hier, oder? 30 Schaden, das hat sich nicht gelohnt, aber ein Feuer. Abprall, okay, wir müssen ein Stück weiter wegfahren, wir nähern uns zu arg. Okay, jetzt nochmal. Feuer! Was ist er denn? Hier. Feuer frei, Leute! Macht ihn fertig! Okay, das ist der, der keine Kanonen hat, die uns treffen können. Wir kümmern uns um den hier. Weil der hat die Kanonen, die uns tatsächlich gerade beschädigen. Der andere kann gar nicht auf uns feuern, deswegen kümmern wir uns mal um den Kollegen. Vielleicht haben wir da Glück, weil die größeren Kanonen, die explodieren die explodieren schneller. Das waren sehr schöne Treffer. Ein Kanrin. Komm schon, gebt's ihm. Oh, das waren tolle Treffer. Das waren tolle Treffer, sehe ich auch so. Das nicht so. Komm mal, 9 Kilometer, komm schon. Oh, alles Abpraller. Alles Abpraller, nicht so toll. Komm schon, gib ihm nochmal so eine richtig schöne Salve. Naja. Secondary Tower beschädigt, geht so. Komm, gib ihm nochmal eine ordentliche Salve. Vielleicht müssen wir ein Stück weiter weg. Nochmal ein Flooding, sehr schön. 30% Trefferchance, 38% Trefferchance. Main Gun destroyed, sehr schön, aber leider nicht explodiert. Komm schon, gib ihm nochmal eine ordentliche Salve mit. Flutung schon wieder behoben. Ordentliches Flooding nochmal vorne rein. Sehr schön. Wenn der in dem Flooding wahrscheinlich nicht sinkt, weil es ja nur vorne ist, aber egal. Oh, hinten Feuer, sehr schön. Steckt ihn in Brand, macht ihn fertig. Sehr schön. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, wir nähern uns immer mehr der vollen Breitseite wieder. Huhuhu, sehr schön. Schöne Flutung drin. 75% Float, komm, gib ihm mal eine ordentliche Salve. Ja, eine ordentliche. Ordentlich, errollen. Komm schon. Komm. Nimm nochmal eine richtig schöne Salve mit. Genau so, komm. Mach ihn fertig.
komm. Da fehlt nicht mehr viel. Flutung. Da fehlt nicht mehr viel. Komm schon, mach ihn fertig. Sehr schön, komm schon. Okay, da kommt das neue Schiff zur Rettung. Gefällt mir nicht. Komm, als ob der jetzt an dem Flashfire nicht explodiert ist. Yes! Glaubt, der geht unter? Okay, wir müssen in die Richtung weiterfahren. Schöner Treffer. Ah, hier ist sie wieder. Komm. Da fehlt nicht mehr viel. Kriegen wir versenkt. Bei Strandstruktur. Komm schon. Probieren es mal mit HE. Komm, ich glaube an dich. Kanrin kriegen wir versenkt. Partial Pen, komm schon. Feuer. Yes. Im Süden, Enemy Smoke, okay. Okay, wir haben nochmal ein Battleship gefunden. Mal, wo wir genau hinschießen, geradeaus. Okay, den... yes! Yes! Die große haben wir sogar versenkt. Oh, das war eine geile Mission, das war eine geile Mission. Oh, es lief, hat geklappt. Heilige Scheiße. War eine krasse Mission. Hat ein paar Versuche gebraucht. Bisschen allen Jesus anbeten, aber... ja. Hat geklappt. Also, ja, wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht, dann... ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Ultimate Admiral Dreadnoughts. Also, wegtreten. Hauptmann out.